Ihr Lieben, wir müssen über Licht reden. Licht ist ja die größte Last des Fotografen, glaube ich, weil es ist entweder immer zu viel oder immer zu wenig. Aufgrund dessen sind wir Fotografen ja immer ganz glücklich, wenn wir Licht steuern können. Und manchmal ist es so, dass man drinnen einfach Licht braucht, viel Licht braucht. Und also viele wissen, ich habe irgendwann mal angefangen, diese Leicos-Panels zu verwenden für so Beleuchtung innen, für kleine Videos und Produktshoots oder sowas. Das ist alles ganz niedlich, aber man kommt natürlich sehr schnell, was die Leistung angeht, an die Grenzen. Und deshalb bin ich irgendwann auf diese LED-Brenner gekommen. Da gibt es welche von Aperture, die sind relativ teuer und relativ gut, aber es gibt auch so eine Marke, die heißt Godox. Und von Godox, das sind so Dinger, die gibt es bei Amazon und bei eBay, wahrscheinlich vom Chinesen. Die Dinger sind deutlich günstiger und geben eine ganze Menge Licht. Und im Moment, dieses Video zum Beispiel, wird auch gedreht mit drei Godox SL 150 Watt Brennern. Und ich habe noch ein paar von den 60 Watt Brennern hier. Die haben so einen Bowens-Anschluss hier vorne, das heißt, ich kann auch Lichtformer dran anschließen, also irgendwelche Softboxen, Octos und so, habe ich auch, benutze ich aber fast nie, weil in der Regel verwende ich 3, 4, 5 von diesen 150 Watt Brennern und lasse die einfach volles Matt gegen die Decke leuchten. Und das hat den Vorteil, dass man gleichmäßiges Licht im Zimmer hat. Das heißt, auch bei größeren Shootings, wenn es ein Lifestyle-Shoot ist irgendwo, wenn Produkte geshootet werden mit Menschen, da muss ich nicht für jedes Bild einzeln ausleuchten, sondern ich knall einfach diese drei Dinger, 4, 5, 6, 10 an die Wand, lasse die wirklich an die Decke leuchten und habe ein gleichmäßiges Licht, so wie jetzt hier. Genau, meine Empfehlung, diese Dinger, ich verlinke die auch im Video, diese kleinen Dinger hier, einfach ein paar davon kaufen, die kosten nicht die Welt, machen eine ganze Menge Licht und ja, für mich ist das das perfekte Licht. Die kleinen hier, die Leicos, ich weiß es noch nicht. Ich überlege jeden Tag, sie zu verkaufen. Die haben halt den entscheidenden Vorteil, dass man da hinten Akkus reinmachen kann. Diese Sony-Akkus. Das ist natürlich praktisch, wenn man mal ganz schnell irgendwo ein Licht für unterwegs braucht. Ehrlicherweise ist das bei mir aber noch nie passiert. Und deshalb mein Tipp, kauf diese Dinger. 150 Watt gibt es, 200 Watt gibt es inzwischen auch, die brennen noch ein bisschen mehr. Ich habe die 150er, ein paar davon und ein paar von den 60ern. Das tut's eigentlich. Licht an. Dann kommen wir auch jetzt hier.